Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2 für die Seasons 2.0. Und zwar Seasons 2.0 kommen mit einer neuen Art, wie die ganze Season bestritten wird, wie man die Season-Reise beginnt und wie man den Season Pass levelt und zusätzlich mit Modifiern. Das ist so das große Hauptaugenmerk, worauf die Season halt aufbaut. Diese Season, in der ersten neuen Season, gibt es den globalen Modifikator Point Blank, also eine Reichweite quasi. Es gibt drei Reichweitenzonen mit variablen Distanzen. Eine kurze, eine mittlere und eine hohe. Je nachdem, welche Reichweite der Gegner zum Agent hat, verstärkt sich der Waffenschaden. Auf kurze Distanz sind es 1,2-fachen Schaden, auf mittlere Distanz sind es 1,35-fachen Schaden und auf hohe Distanz ist es 1,5-fachen Schaden. Kommen wir danach zu den aktiven Modifikatoren und diese müssen selbst aktiviert werden. Da fangen wir an erstmal mit All Out. Wenn aktiviert, hat man 10 Sekunden Zeit, einen Gegner in egal welcher Reichweite zu killen. Die Zone, in die der Gegner gekillt wurde, zählt dann fürs komplette Spektrum. Dieser Effekt verringert sich aber langsam. Für je 5% Verringerung gibt es 5% erhöhten Waffenschaden. Jeder Gegner, der gekillt wird, gibt einem 2,5% zurück. Der nächste ist Primetime. Wenn aktiviert, werden alle ausgerüsteten passiven Modifikatoren nur in der mittleren Distanz aktiv sein für 15 Sekunden. Jeder kritische Treffer in dieser Reichweite gibt 0,5 Sekunden hinzu. Kommen wir zum letzten aktiven Modifier, das ist Reversal. Wenn aktiviert, tauscht er die Schadensboni und passiven Modifikatoren zwischen kurzer und hoher Distanz für kurze Zeit und verstärkt jede Reichweitenzone um 25%. Die maximale Gesamtdauer kann durch Kopfschüsse bis auf ein Maximum von 100% der ursprünglichen Dauer erweitert werden. Das nächste wären die passiven Modifikatoren. Einmal die für die kurze Reichweite, sind wir einmal bei Drawback. Waffenhandling wird um 50% des Kopfschussschadens erhöht, während Gegner in kurzer Reichweite sind. Impatient ist Feuerrate und Nachladetempo wird um 30% erhöht, aber die Standardmagazingröße reduziert sich um 50%. Der letzte ist Liability, gibt 30% mehr Schaden gegen gegnerische Rüstung. Dafür bekommt man 15% mehr Schaden von Gegnern mit Rüstung. Die Passiven für die mittlere Reichweite wären Pressure Piston, erhöht die Stabilität um 60% der kritischen Trefferchance, während Gegner in mittlerer Distanz sind. Das nächste ist Quicken, jeder kritische Treffer gegen Gegner auf mittlere Reichweite reduziert die aktiven Fertigkeiten-Cooldowns um 3%. Und das letzte auf mittlerer Reichweite ist Retribution. Getroffene Gegner in mittlerer Reichweite bauen bis zu 100 Stapel auf. Für jeden Stapel gibt es 0,5% kritische Trefferchance. Man verliert einen Stapel für jede Kugel, die abgefeuert wird, nachdem man 100 Stapel erreicht hat. Die Passiven für die hohe Reichweite sind beide tief. Jeder Körpertreffer erhöht den Schaden um 2,5%. Der Multiplikator erhöht sich um 0,5 mit jedem Schuss und jeder registrierte Kopfschuss resettet ihn. Der Bonus stapelt sich auf mehreren Gegnern. Trifft man einen Gegner auf kurze oder mittlere Distanz, resetten sich die Stapel. Der nächste ist Call the Weak. Jeder Kopfschuss aus der Deckung auf hoher Reichweite gibt 5% Scharfschützen-Gewehrschaden pro Schuss bis zu einem Maximum von 30%. Der Bonus resettet sich, wenn man die Deckung wieder verlässt. Der nächste wäre Tepper. Kopfschussschaden wird um 150% erhöht, aber Körpertreffer machen deutlich weniger Schaden auf hohe Distanz. Die nächsten sind für Multizone, also egal in welcher Reichweite ihr euch zum Gegner befindet. Das erste wäre Bait and Switch, gibt 12% Gefahrenschutz für jeden Gegner in kurzer und mittlerer Reichweite für 5 Sekunden. Der Buff wird erneuert für jeden Gegner, der in eine der beiden Reichweiten eintritt. Peak Engineering ist das nächste. Überfall- und Sniper-Geschütze profitieren jetzt vom Bonusschaden der Reichweitenzonen. Und das letzte ist Persistence, Gegner in egal welcher Reichweite zu killen, gibt einen der folgenden Buffs für 5 Sekunden. Auf kurze Distanz gibt es 20% Bewegungsgeschwindigkeit, mittlere Distanz gibt es 30% Präzision, hohe Distanz sind 20% Nahladetempo und das Killen eines Gegners auf anderen Reichweiten tauscht den bisher aktiven Buff aus. Buffs können nicht gestapelt und die Dauer kann nicht erneuert werden. Zusätzlich zu diesen ganzen positiven Modifiern und speziellen Modifiern für den Agent gibt es auch welche, die die Gegner haben, sonst wäre es ja zu einfach. Und davon sind ein paar echt krass. Gegner-Modifier. Fangen wir an mit Requital. Einen Gegner auf mittlerer Reichweite zu treffen, baut Requital-Stapel auf. Für jeden Stapel wird ein Teil des Schadens auf den Agent zurückgeworfen.
Der Schaden ist dann proportional zur Anzahl der Stapel. Wenn ihr Gegner auf nahe oder hohe Distanz trefft, werden die Stapel resettet. Der nächste ist Stalight Coating, das ist eine spezielle Beschichtung. Gegner bekommen eine farbliche Markierung entsprechend einer bestimmten Reichweite. Diese Gegner bekommen 60% weniger Schaden, wenn sie außerhalb der bestimmten Reichweite angegriffen werden. Jeder Treffer in der korrekten Distanz reduziert diese Zusatzrüstung. Der vorletzte ist dann Terrify. Jeder Treffer, den ihr von dem Gegner abbekommt, klaut euch 5% Bewegungsgeschwindigkeit für 10 Sekunden bis zu einem Maximum von 4 Stapeln bzw. 20% und erhöht die Geschwindigkeit des Gegners. Der nächste Treffer bei 4 Stapeln verpasst Verwirrtheit und löscht dann alle Stapel. Treffer von separaten Gegnern zählen auch zum Aufbau der Stapel. Und der letzte Gegner-Modifier ist Master of None. Spezielle Gegner sind mit Brandmunition ausgestattet, während sie in kurzer Reichweite und Schockmunition, wenn sie auf hohe Reichweite sind. Gegner auf mittlere Distanz nutzen dabei keine Spezialmunition. So, und das waren alle Modifier. Stand PTS 2, ich denke nicht, dass sich da großartig was verändern wird. Sollte das passieren, dann lasse ich euch das natürlich wissen. Aber so bekommt ihr einen schönen Einblick und wisst, was euch erwartet. Und könnt entsprechend, ne, ihr merkt das schon, die ganzen Modifier lassen viel, viel Spielraum für neue Builds zu, für spezielle abgefahrene Builds. Und ich bin da echt gespannt, was da alles möglich ist. So, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.